Hallo meine Wolfies, zurück zum Varro und ich suche mir jetzt den Mullius, der irgendwo hier vor Geh einer mal Plant Richtung gekommen ist. Spawn. Oh, Schau dir das mal an. was ist denn hier los? Eine kleine Kampfansage, oder? An wen denn? Melo, Hashtag UK. Gruß VIP Mark und Leon. Melo zu dem Dias. Was intoxicated? Unknown, unknown. Kommt CW, alles klar. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach in den Nether. Ja, da ist ein Zombie-Pigment Ja, und Kaninchen in der Hölle. Also gleicht sich das wieder an. So, wo gehen wir diesmal lang? Sollen wir hier runtergehen? Geh mal nach links, oder? Da hoch. Da waren wir doch schon mal. Nee. Wir waren da unten, wir waren da drüben, wir waren aber noch nicht da drüben. Okay. Ouch, ich bin runtergefallen. Hast du Blöcke? Ja. Außerdem, Dann sind die so schnell. also hier war ja definitiv schon mal mehr. Habe ich noch eine Ja. Spitzhacke? Ich habe noch eine Da Spitzhacke. drüben. So. Da drüben ist zum Beispiel noch nicht gewesen. Und da unten ist eine Festung. Ja, aber ich glaube, an der Festung war definitiv schon einer. Okay. Dann haben wir jetzt hier schon wieder relativ viel sogar. Mal gucken, vielleicht will dann doch die nächste Zeit mal einer mit uns kämpfen, ohne wegzulaufen. Also wir haben ihn dann mal gefragt, warum er weggelaufen ist. Angeblich wäre ihm der Schlag auf den Bogen zu heftig gewesen. Ja. Ich bin hier hoch gerade, ne? Siehst du? Okay. Ja, ich bin hinter dir. Da hinten ist noch was, aber das ist irgendwie doof. Wir können ja mal gucken, ob wir das aus der Decke rausholen. Ja. Wobei, da muss man sich auch so hochbauen. Da habe ich Angst vor. Ich gehe mal hier in die Wand rein, einfach so lang. Soll ich mich dann zur Decke bauen, Ja, oder? ja. Okay. Mal schauen, ob ich verreck. Ich glaube eher weniger. Ich meine, wenn wir viel Langeweile hätten, könnten wir auch einfach mal so ein riesiges Gebäude am Spawn bauen, ne? Nee. Ich glaube, dann wird es eher nützen, wenn wir weiterfahren, anstatt irgendwas zu bauen. Ich sag ja, wenn wir mal zu viel Langeweile haben. Wenn. Findest du was bei dir? Nö. Ich höre nur einen Gast. Ein toter Gast. Wo hast du dich reingegraben ungefähr? Ah, da. Okay, dein Was ist Gast. das? Ein riesiger Gang. Ich grab mich jetzt Ja. einfach hier mal so. Strip mine. Hast du noch eine Eisenspitzhacke? Nur die, die ich gerade brauche, aber wir können neue machen. Wir haben genug Eisen. Ja, ich mach gerade eine. Aber wenn du halt eine gehabt hättest. Also ich glaube, außen rum zu laufen ist definitiv schneller. Ich grab mich mal hoch, vielleicht ist da irgendwo. Schade, dass es hier keine Dias gibt. Das wär's jetzt. Okay, Spitzhacke ist jetzt auch kaputt. Steht da noch eine Workbench? Ich baue mich auch gerade nach oben. Mal schauen, ob ich von Lava überrascht werde.
Oh, ich habe Bedrock gefunden. Bedrock? Bedrock, ja. Nicht, Die Decke? Nicht, dass da die Border ist. Hier ist anscheinend schon irgendwie die Decke von dem ganzen Nether. Echt? Ja. Dürfen wir eigentlich Bug usen? Nee. Es gibt auch eine Variante, wie man auf das Ding da drauf kommt, meines Wissens nach auf die Decke drauf kommt sozusagen. Ja, aber was bringt uns das? Keine Ahnung. Ja, komm, dann lass wieder rausgehen, dann gehen wir spazieren. Dann gehen wir halt hier außen lang. Irgendwo wird wohl noch was sein. Ja. Warte auf den Moment, bis ich aus Versehen so ein Zombie-Pigment schlage. Ja, aber wir sind so gut ausgerüstet. Hier oben ist was in der Decke. Wir sind so gut ausgerüstet, die müssten wir auch töten können. Ja. Ja, klar, aber das braucht man ja nicht unbedingt. Wow, das war wirklich nur einer. Hier Wollen oben wir ist auch doch noch was nicht in der Decke. Richtung Festung mal gehen und schauen? Ich denke aber, dass da schon wer war. Auch da unten? Ah, das sind Lohnen. Aber die bringen uns nichts. Was sind nur Tod und Verderben? Vielleicht zum Farmen doch mal die Creeper, die Zombie-Pigmen angreifen. Die droppen auch. Ja, stimmt, die droppen ja auch. Die droppen auch Level. Die spawnen hier auch wie Sand am Meer. Ich gehe mal da vorne noch ein Stück weiter. Also es war überall schon mal wer. Hier sind nämlich überall so komische Kackstifte in die Luft. Kackstifte? Ja, Kackstifte. Boah! Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt stirbst, ne? So. Ah, da ist zum Beispiel. Hier scheinen weniger gewesen zu sein, dieser Ja, Ecke. das ist recht weit weg vom Spawn, ne? Boah, hier war ja gar keiner. Hä, wer hat denn hier so blöd gegraben? Wo? Hier vorne war so ein komischer Schlitz. Und da war überall noch das Zeug drin. Ach, da bist du. So, als hätte einer so eins davon abgebaut, aber den Rest stehen lassen. Denn sowas? Ich bin jetzt mal weit runtergegangen. Ja, ich sehe deinen Namen noch. Warum will eigentlich keiner so wirklich gegen uns kämpfen? Was ist das? Sie sind richtig scheiße, ja? Das beste Team ist im Moment Team VIP, glaube ich, oder? VIP und Retro müssten die besten sein. Aber gegen uns will keiner kämpfen. Ja. Schicksal. Ich habe hier gerade auch ziemlich viel wieder gefunden. Quarzzeugs. Also ich bin jetzt Level 14. Ganz kurz 15, mal also mit Level 16 kann ich die Bögen zusammencraften. Dann habe ich auch einen Stärke 4 Bogen.
Wieso ist es bei mir gerade auf einmal so hell geworden? Oh Gott, hier fließt Lava. Oh Gott. Wo? Wow, fließt die schnell. Ja, natürlich fließt Lava Nether schneller. Wo denn? Ich sehe deinen Namen nämlich nicht mehr. Ja, wo bist du eigentlich? Da, wo du mich zurückgelassen hast. Ah, hi. Ich crafte mir eben die Bögen zusammen. Jo. Oh, warte, es sind 20 Level. 18. Nein, ich dachte, es wird 16. Ich lasse den da mal eben stehen, ne? Ach, wir reden heute so wenig. Wir konzentrieren uns so sehr auf das Farmen von Leveln, dass wir nicht reden. Ja. Tja. Muss auch mal sein. Ja, aber ich finde das halt komisch. Also andere Teams, ne, die sind mega gut ausgerüstet und kämpfen andauernd gegeneinander. Und wir stehen da, sind so quasi die Noobs von nebenan. Und keiner will gegen uns kämpfen. Ja. Schon komisch, stimmt. Aber was kann man machen? Wir können im Prinzip nichts machen, außer abwarten und Tee trinken. Genau. Ah, die, du bist du. Also die, die richtig schlecht sind, also die schlecht equipptesten Teams, die spielen irgendwie gar nicht mehr, habe ich das Gefühl. Weil da ist jetzt ein Team, das ist irgendwie bis weit nach Neujahr AFK. Ja. Das heißt, die kann in der Zeit auch keiner töten. Das heißt, es macht auch noch nicht mal Sinn, irgendwie noch auf den Server zu gehen in der Zeit, wenn nur noch das Team lebt und das Team, was halt am Ende übrig bleibt. Weil fighten wollen die dann sowieso nicht und kommen nicht aus ihrem Loch raus. Und das ist irgendwie... Ja, weil die halt einen Nachteil haben. Ja, aber dann hätten sie regelmäßig auf den Server kommen sollen, weißt du? Das ist halt Pech. So, jetzt kann ich die Bögen aber zusammencraften. Zack. Jetzt habe ich auch eine Stärke 4, Schlag 1, Haltbarkeit 3. Und jetzt würde ich sagen, mache ich mir noch ein paar Schwerter. Noch ein Workbench. Ich habe auch schon wieder 19 Level. Zack, zack, zack. Nee, mir fehlen noch Level. Wie viele Level hast du nochmal? 19, ne? 19, ja. Magst du vielleicht ein bisschen... für uns dann verzaubern? Ja, ich weiß halt jetzt nicht, was genau ich verzaubern soll. Ja, für dich dein Schwert hoch, dass du ein besseres Schwert hast. Ja. Hier sind Schwerter, die du dir verzaubern kannst. Ah, perfekt. Hier habe ich noch einmal Schärfe. Also ich habe jetzt einmal ein Schärfeschwert. Ja, wow. Gut, ich habe jetzt gleich wieder ein Schärfe 2 Schwert. Wenn ich das hier richtig beobachte. Genau, Schärfe 2. Jetzt brauche ich nochmal ein Schärfe 2. Also ich kann dir noch Eisen geben, falls du noch mehr brauchst, ne? Ich habe Eisen. Ich brauche eine neue Spitzhacke. Habe ich noch? Nein. So, Schärfe. Keine Sticks mehr. Und zack. Ja, Crap. So. Also, wenn wir jetzt dein Schwert noch auf 5 hochkriegen und meins auf 5 hoch, dann sind wir, glaube ich, noch mal ein Stück besser bedient. Wir haben immer noch die Dias übrig. Sollen wir uns dann wirklich eine Hose machen, jeder? Ah, Mann! Eine Hose. Ja, ist, glaube ich, das Beste.
Ach Mensch, ich krieg nur Crap raus. Dann verzauber doch, keine Ahnung, deine Spitzhacke oder so. Gut, ich hab ein Schärfeschwert und noch ein Schärfeschwert. Genau, perfekt. Jetzt habe ich 2x2 Schärfe, die ich zu 3x Schärfe machen kann. Genau, jetzt habe ich ein Schärfe 3 Schwert, ein weiteres mit Rückstoß. Und wenn ich das jetzt zusammenpacken will, brauche ich... Alter, mir ist das gerade zu risky, ich hole das da nicht, das ist direkt an der Lava. Brauche ich 28 Level. Ja, das kriegen wir noch hin. Ich bin optimistisch, kriegen wir hin. Ob wir das jetzt wirklich hinkriegen, ist die andere Frage. Vielleicht sollten wir doch ein paar von den Viechern töten. Okay. Wird dann halt nur schwer, wieder rauszukommen. Mach mal Platz, du stehst im Weg. Du stehst im Weg, du sollst Platz machen. Blöder Zombie-Pigman steht da einfach mitten im Weg. Haben die keine Manieren? Also ich habe jetzt wieder 5 Level. Ich habe 2. So, 7. Acht. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Ja, ich bin auch hier gerade unterwegs, direkt an der Lava. Mensch, ich fall Schaden des Todes, wenn ich darunter will. Ja, dann will da nicht runter. Doch, ich will jetzt runter. Ich kann mich hier ein bisschen weiter runterhauen. Okay, diesen Fallschaden nehme ich jetzt in Kauf. Au. Wo bist du denn? Ja, ich habe nur 3 Herzen verloren, das geht ja. Nur 3 Herzen? Mhm. Gas. Sind bald wieder schon wiederhergestellt, also von daher. Hier ist irgendwo wieder ein Gast unterwegs. Okay. Stimmt, ich höre ihn. Ah! Siehst du ihn? Ich sehe einen, ja. Das heißt, er schießt auf dich. Jetzt ist er tot. Okay. Ach, du bist da ganz unten. Hm? Siehst du mich? Ich habe gerade gesehen, wie der Gast geschossen hat. Ich bin auf der Plattform quasi über dir. Ah, okay. So. Zack. Ich hoffe so sehr, dass wir jetzt nicht hier in der Nether sterben beim Farmen, ne? Ah, das wär's. Und was lernen wir aus Dennis' Aktion? Keine Blöcke unter sich selbst abbauen. Ja. Vor allem nicht im Nether. Denn das endet tödlich. So, ich habe 10 Level habe ich jetzt. Ich habe 12. Ich habe das Gefühl, dass es hier keine Border gibt. Na, irgendwie habe ich das auch ein Gefühl. Dabei wurde doch extra gesagt, passt auf, im Nether gibt es auch eine Border. Aber ich bin hier schon so weit jetzt weggelaufen, da muss doch irgendwann mal bald die Border kommen. Ja, pass auf. Wie bei Lukas. Zack, plötzlich war die Border da. Ja, das stimmt. So. Bin jetzt Level 11, 12. Ich glaube, die Level fallen gerade einfach nur auf den Boden. Wie hoch geht das denn da hinten noch?
Ich habe hier so eine Riesenader gefunden. Oh, sehr schön. Und ich sollte aufhören zu sprinten. Ja, das kostet unnötig Essen. Ich habe jetzt nur noch ein Steak übrig. Okay, ich bin jetzt bei 14 Leveln. Ich 16. Wir sollten gleich mal zum Ausgangspunkt zurück und dann nochmal ein bisschen verzaubern. Soll ich denn jetzt Dia-Hosen machen, die wir hochzaubern? Mit Büchern? Dia-Hosen? Ja, können wir machen. Aber wir haben ja gestern auch schon gesehen, dass es nicht so viel bringt. Ja, aber es sieht halt gefährlicher aus, weißt du? Einschüchterung. Genau. Wir scheinen ja sowieso schon so gefährlich auszusehen. Stimmt, wenn alle von uns weglaufen. Sogar einer mit Full Dia, also. Das sagt schon echt viel, ja. So, ich habe jetzt 15 Level, ich komme nochmal zurück. Ich hab 19. Ich bleib jetzt so lange hier, bis ich 28 habe, damit ich das verzaubern kann, noch auf Schärfe 4. Mein Schwert. Und Rückschluss 2 ist dann sogar auch noch drauf. Gut, dann gehe ich das hier auch noch holen. Level 16. Wenn jetzt nochmal so ein Ghast kommt und mich herunterschießt, ne, dann bin ich echt sauer. Verständlich. Weil ich bin hier gerade an der Decke unterwegs. Hier ist nichts mehr drin. Nein, hier ist nichts mehr drin. Dann geht's wieder runter. Ich bin gerade auf einem guten Weg, mein 28 Level zu haben. Ich habe jetzt 17. Ich habe 21. Das ist mir zu risky. Wie lange haben wir noch? 430 Sekunden. Ich gehe schon mal zurück. Ich komme dann auch langsam zurück, aber ich will halt jetzt hier noch relativ viel Level mitnehmen. Ja, wo bin ich denn jetzt hoch? Hier hinten bin ich hoch, oder? Ja, hier bin ich hoch. So. Haben wir hier noch irgendwo was, außer dass es tief runter geht? No, da geht auch nichts mehr. Bekommt man eigentlich im Nether auch Lavaschaden? Lavaschaden, natürlich. Ja, mehr oder weniger? Oder? Du brennst länger. Genau, man brennt länger, ja, stimmt. Ups, ich wollte keine Fackel setzen. Hallo? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass keine Border ist. So weit wie ich schon weggelaufen bin. Würdest dich wirklich wundern? Nö. Bei dem, was hier sonst so abgeht, würde mich das auch nicht wundern. So. Ich bin jetzt gleich wieder bei unserem Stuff. Ich bin sehr, sehr weit weg. Richtig weit weg. Ist hier ein Mülleimer oder? Ich mach das jetzt. Das wird jetzt unser Mülleimer gleich. Ich muss schauen, ob ich überhaupt nochmal zurückfinde. Soll ich die Bücher dann schon mal auf Schutz verzaubern? Ja, kannst du. Also, wir haben nur noch 5 Bücher. Wir können einem von uns eine Dia-Hose machen. Oder der eine hat halt nur Schutz auf der Hose. Ja. Ich glaube, das ist besser als Eisenschutz, oder? Das heißt, einer hat nur einmal Schutz und bei dem anderen machen wir Schutz 2, oder wie? Genau. Okay. Mache ich mal 2 Hosen. Verzauber beide auf Schutz. Schusssicher mag ich nicht. Was verzaubern wir denn dann mal eben, diese Spitzhacke? Oder nee, warte, machen wir anders. So. Dann mache ich nochmal ein Schwert. Ich komme mal wieder ein Stückchen nach oben. Ich darf echt sprinten. Ich habe jetzt nämlich kein Essen mehr. Schutz.
Nochmal ein Schwert. Schutz. Schärfe, Was Schärfe, Schärfe 25 Level? 2. Also ich habe schon mal ein Schärfe 2 Schwert wieder. Sehr schön. Zack. Zack, zack. Haltbarkeit, Schärfe 2 direkt auf einem Schwert drauf. Das ist nice. Rückstoß brauchen wir beides nicht. Schärfe 3. Du müsstest gleich weiter verzaubern. Ich habe sonst keine Level mehr übrig gleich. Ich habe fast dann meine 28 Level, also kann ich gleich. Die brauche ich halt alle. Das ist doof. Ah, ich brauche Schutz, Mann. Ich habe jetzt nicht mehr genug Level für Schutz. Was ist das Nein. Kacke? Wie lange haben wir noch? 182, 87 Sekunden. Also sollte ich vielleicht den Kram langsam mal einsammeln. Ja. Oh Gott, ich bin so weit weg von dir. Ja, dann lauf. Ich weiß nicht mal, welche Richtung. Okay, das ist doof. Komm, das Haltbarkeitsschwert können wir auch mal wegwerfen. So. Ich habe aber noch einen Screenshot, wo ungefähr das Spawn ist, von den Koordinaten her. Da würde ich dann halt nächste Folge hinlaufen. Weil diese Folge bringt es nichts mehr. Oder jetzt schon mal irgendwie beginnen oder so. Ja, dann gehe ich mal ein Stück Richtung Spawn. Vielleicht sehe ich auf dem Weg dahin ja irgendwo noch. Ja, warte, du müsstest ja theoretisch wohl bei mir vorbeikommen, oder nicht? Ja, ich glaube schon. Ich Das habe heißt, 28 Level. ja, ich nicht. Ich habe jetzt noch zwei. Aber ich habe noch meinen Schutz 3, Schärfe 3 Schwert und zwei Schutz 1 Dia-Hosen. Ja. Okay, ich bin jetzt beim Ort, wo ziemlich viel Kies auch ist. Okay. Ja, gut. Ich Ich glaube, hier stelle gibt es mich echt keine mal. Border. Ich stelle mich hier in den Gang von der Festung mal rein, ne? Ja. So. Muss jetzt halt noch schauen. Wo waren es ungefähr? War bei. Oh mein Gott, bin ich weit weg. Ich glaube, das wird dauern. Okay. Sagen Ja. wir so, ich bin ungefähr 500 Blöcke vom Spawn entfernt. Ich weiß nicht, wo der Spawn ist. Also kann Der ich dir müsste nicht auch sagen, wie weit ungefähr ich weg näher bin. 0,0 sein, das weiß ich. Ich habe keine Spitzhacke mehr. So, mache ich mir eben noch eine neue Spitzhacke. Simulius wird jetzt gleich gekickt. Oh. Ich werde Du jetzt gleich auch. auch gekickt. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns schon mal. Ja. Ist ein Hühnchen. Ein totes Hühnchen. Ein totes Hühnchen? Gebratenes Hühnchenfleisch. Lol. Hat das vielleicht wer da fallen lassen? Anscheinend? What the fuck? Okay. Naja, dann bis zum nächsten Mal. Ja, hoffentlich in aller guter Verfassung. Ja, Ich also hab jetzt. vielleicht haben wir ja jetzt dann noch einen Kampf als nächstes. Das wär's ja. Wenn wir endlich mal einen gescheiten Kampf hinbekommen würden. Ich meine, wir müssen, wenn wir die beiden Hosen dann noch auf Schutz 2 kriegen, dann wird das wohl gut sein, oder? Ich habe Ja. Schutz 1 und Federfall auf den Schuhen sogar drauf. Das heißt, wenn ich irgendwo runterfalle, tut mir das noch nicht mal ganz so dolle weh. Okay, bis Alles zum klar. nächsten Mal. Jo. Ciao. Tschüss.